Guten Tag, ich heiße Jelena Novikova und bin Deutschlehrerin an der Schule Nummer 2054 in Moskau. Meine heutige Vorlesung widme ich dem folgenden Thema: Phraseologismen mit deutschen Personennamen. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, die Eigennamen an sich sind ein wichtiger Teil der Kultur. Und zweitens, wenn sie zu einem Bestandteil eines Phraseologismus werden, dann ist es gar nicht leicht, ohne zusätzliche kulturelle landeskundliche Kenntnisse die Bedeutung dieses Phraseologismus zu verstehen und ihn ins Russische zu übersetzen. Die ursprüngliche Funktion der Eigennamen besteht eigentlich darin, einen konkreten Menschen zu benennen. Von diesen Phraseologismen gibt es zwei große Gruppen. Fangen wir mit der ersten Gruppe an, und zwar mit Gestalten aus der deutschen Geschichte. Der erste Phraseologismus heißt nach Adam Riese und wird eigentlich auf den deutschen Rechenmeister und Bergschneider bezogen, Adam Riese. Im 16. Jahrhundert schuf er die ersten deutschen Rechenbücher, die 200 Jahre lang an deutschen Schulen ganz verbreitet und in Gebrauch waren. Dieser Phraseologismus bedeutet heute ganz genau berechnet, ganz genau. Der zweite Phraseologismus heißt, dazu hat Buchholz kein Geld und bezieht sich auf den Schatzmeister des Kaisers Friedrich des Großen. Mit dieser Resolvierung soll er die finanziellen Eingaben abgelehnt haben, indem er darauf schrieb, dazu hat Buchholz kein Geld. Heute ist dieser Phraseologismus scherzhaft gemeint und bedeutet eigentlich, ich habe kein Geld dafür, obwohl der alte Fritz eigentlich der Rufname Friedrich des Großen war, bezieht sich die nächste Redewendung nicht auf ihn, sondern auf den anderen Kaiser. Und zwar auf Friedrich Wilhelm den Großen, den Soldatenkönig. Heute wird die Redewendung scherzhaft gemeint und gebraucht man sie, wenn die Arbeit nicht entsprechend bezahlt wird. Die Herkunft des nächsten Phraseologismus, seinen Friedrich Wilhelm unter etwas setzen, ist eigentlich unklar. Aber es ist bekannt, dass Friedrich Wilhelm ein beliebter Vorname unter deutschen preußischen Königen war. Seinen Friedrich Wilhelm unter etwas setzen bedeutet scherzhaft etwas unterschreiben. Natürlich gehört es zu den Aufgaben eines Kaisers, ganz viele Verordnungen und Erlasse zu unterschreiben. Die nächste Redewendung ist eigentlich auch scherzhaft gemeint und bedeutet sich groß tun, sich aufspielen. Den dicken Wilhelm markieren oder spielen. Der Ursprung ist eigentlich unklar. Man weiß bis heute nicht, auf welchen konkreten König diese Redewendung bezieht, aber die Bedeutung bleibt. Man benimmt sich so, als ob man die wichtigste Person im Staat wäre. Die nächste Redewendung heißt »Wir ziehen aus dem Busch« und bezieht sich auf den preußischen Reitergeneral Hans Joachim von Zieten. Ihm stand es im Ruf, dass er unerwartet, unvorhergesehen auf dem Schlachtfeld immer erschien. Im Zweiten Schlesischen Krieg gelang es ihm, sein Regiment durch die österreichischen Stellungen unerwartet, unerkannt zu bringen. Heute bedeutet diese Redewendung unerwartet und sie stammt eigentlich aus dem Gedicht von Theodor Fontane. Wenn wir schon beim literarischen Bereich sind, dann ist hier der Name Friedrich von Schiller nicht wegzudenken. Sein Name lebt nicht nur in seinen literarischen Werken fort, sondern auch in zwei Phraseologismen. Von einer glänzenden Idee sagt man gewöhnlich, das ist eine Idee von Schiller. Und von etwas Verächtlichem sagt man, sowas lebt und Schiller musste sterben. Langsam gehen wir zu der zweiten Gruppe rüber, die eigentlich die Phraseologismen umfasst, die einst populäre Personennamen haben. Dem russischen Ivan entspricht der deutsche Hans, die Kurzform von Johannes. Es lebt in ganz vielen Phraseologismen vor und einst wohl war dieser Name so populär, dass es heute jedermann bedeutet. So vergleichen wir zwei Varianten im Russischen und im Deutschen. Im Russischen heißt es «Чего не выучил Ванюша, того не выучит Иван». Im Deutschen «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr». Und das Sprichwort «Jeder Hans findet seine Grete» bedeutet, dass jeder Mann eine ihm entsprechende Frau findet. Der Name Hans wird oft in Verbindung mit verschiedenen Eigenschaften gebraucht, wie zum Beispiel Hans dumm,
Iwanuschko Dreutschok, Hans Feigling, Trussischka, Hans Huckebein, Grimmicke oder Hans ohne Sorge, Bezabotnyi-Chelowek. Man spricht oft von einem Hansdampf in allen Gassen oder Hansdampf in allen Ecken. Diese Redewendung bedeutet «Nasch pastrel, везде pospil». Aus diesen Beispielen ergibt sich die negative Konnotation, das heißt Schattierung dieser Redewendungen. Noch deutlicher wird sie in der nächsten Redewendung. Ich will Hans oder Manns oder Emil oder Müller heißen, wenn. Называйте меня дураком, если. Eine abwertende Funktion haben auch die Bezeichnungen für einen Durchschnittsdeutschen oder eine Durchschnittsdeutsche mit einem Durchschnittsgeschmack. So heißt die Frau Lieschen Müller und der Mann der deutsche Michel. Keine Feier ohne Meier. Und der bedeutet, dass jemand ganz aufdringlich und ein unerwünschter Gast ist. Solche populären Personennamen wie Lise, Peter, Hein, Hans, Fritz werden zum zweiten Teil verschiedener Zusammensetzungen, meistens mit negativer Schattierung. So sprechen wir zum Beispiel von einer Petzlise, Jalida, einem Meckerfritzen, Brüsga, oder von einem Heulpeter, Röhre, Karowa. Die Redewendung dem Peter nehmen und dem Paul geben bedeutet einen Fehler korrigieren, indem man etwas anderes ganz schlecht macht. Und zum Schluss möchte ich von der Herkunft des Phraseologismus sprechen, jemandem den schwarzen Peter zuschieben. Der bezieht sich eigentlich auf ein Kartenspiel namens Der schwarze Peter. Im Satz gibt es alle Karten zweimal, so. Nur der schwarze Peter, die böse Karte, ist allein, einmal im Satz. Das Ziel des Spiels ist, diesen schwarzen Peter loszuwerden, indem man seinen Mitspieler diese Karte ziehen lässt. Wer mit dieser bösen Karte mit dem schwarzen Peter in der Hand bleibt, der verliert das Spiel. So bedeutet diese Redewendung, jemandem den schwarzen Peter zuschieben, etwas ganz Unangenehmes von sich auf einen anderen abwälzen. Also, das Thema ist so groß, ich hätte noch vieles mehr sagen können. Trotzdem hoffe ich, dass diese Vorlesung für die sprachlich Interessierten ganz nützlich war. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.